Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In meinem letzten Haul, den ich auf meinem Kanal gezeigt habe, habt ihr gesehen, dass ich einige Neuheiten geshoppt habe und ich habe euch auch angekündigt, dass ich endlich mal wieder ein Fullface mit neuen Produkten machen möchte und das machen wir jetzt heute einfach, weil ich wirklich, wirklich scharf drauf bin, die ganzen Sachen mal zu testen und hoffentlich einen guten ersten Eindruck zu haben. Ich habe jetzt alles hier in ein Körbchen geschmissen, macht es für mich ein bisschen einfacher. Mein Gott, das ist ein komplettes Fullface, ne? Wenn man überlegt, wie viele Teile man dafür braucht, ist fast wie so ein Ersatzteillager beim Auto oder so. Krass. Ich habe mir so ein bisschen die Sachen rausgepickt, die mich am meisten davon interessiert haben. Ist jetzt wirklich alles so ein bisschen wild durcheinander gemischt. Ich habe natürlich auch versucht, aus den Kommentaren ein bisschen rauszufiltern, was euch am meisten interessiert hat und das auch so ein bisschen mit einzubinden, sodass ich jetzt wirklich aus all den Bestellungen, die ich getätigt habe, so ein paar Sachen rausgepickt habe. Also, dass man jetzt nicht nur komplett ein Video über eine Marke hier hat, sondern wirklich einen halbwegs guten Einblick in alles. Und die detaillierteren Meinungen werde ich dann später in einem anderen Video nochmal darlegen. Also heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja vieles von Kosas gekauft, da sind auch noch andere Produkte, die ich jetzt nicht mit benutze, weil ich eben verhindern wollte, dass es ein komplettes gefühltes Fullface nur mit Kosas Produkten wird. Das kann ich dann aber in einem späteren Augenblick mal machen, wenn ich wirklich alles genau getestet habe. Dann könnte ich zum Beispiel mal ein Video zu Kosas als Marke machen, zu den Produkten, die ich habe, dass ich auch wirklich euch genauere Infos geben kann, weil beim ersten Eindruck, das wisst ihr selber, kommt sowas meist jetzt nicht so, so kristallklar raus, sondern da ist halt wirklich bloß der erste Eindruck. Und wir reden schon wieder viel zu lange drumrum. Ich fange jetzt am besten direkt mit dem ersten Produkt an und da habe ich einen sehr interessanten Primer. Nämlich der Primer von Lila B. Und ich habe in meinem Haul-Video so ein bisschen, glaube ich, im Kopf verwechselt, dass der Primer eigentlich so wahnsinnig teuer war. Also das Face Spray von Lila B, was ich im Video gezeigt habe, benutzen wir heute auch noch. Da habe ich aber gesagt, das wäre auch so teuer. Stimmt am Ende auch, weil wenig Inhalt drin ist. Aber ich hatte im Kopf diese ca. 60, 70 Euro und das war der Primer, der so viel gekostet hat. Ich habe den natürlich mit Rabatt gekauft. Also meistens bestelle ich wirklich so viel bloß mit Rabatt. Zum Beispiel mit 20% bei Douglas, da gibt es die Marke ja. Aber mal ehrlich, 68 Euro mit 20% ist auch trotzdem immer noch sehr teuer. Deswegen hoffe ich sehr, dass der auch ein bisschen was kann. Es ist auf jeden Fall ein sehr hochwertiger Flakon. Hier so ein Glasflakon und hier so ein bisschen rosé-goldenes Käppchen. Aber 30 Milliliter ist Standardgröße, also ihr habt jetzt hier leider nicht deutlich mehr für den Preis. Pumpkopf finde ich auch immer sehr wichtig, gerade bei solchen flüssigen Texturen oder bei cremigen Texturen ist mir das ganz recht, wenn Foundations oder auch Primer Pumpkopf haben. Oder im Zweifel noch solche Tuben, wo man drücken kann. Was ich nicht so mag, ist zum Beispiel, wenn da so ein Stäbchen drin ist, was man sich dann immer wieder aufs Gesicht schmiert, weil es einfach Verunreinigungen auch mit ins Produkt reinbringt, wenn man es jedes Mal wieder zurückschiebt. Deswegen mag ich solche Pumpköpfe eigentlich am meisten. Sieht so aus, als wären sie irgendwie zwei Phasen wären. Also da ist ein Teil ein bisschen flüssiger und der andere Teil ist so ein bisschen milchig. Sieht auf jeden Fall sehr dünnflüssig aus. Ja, erinnert mich an irgendwas vom Geruch. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, an was genau tatsächlich. Ich habe jetzt hier einfach nur einmal gepumpt und gebe mir das jetzt mal so gut es reicht ins Gesicht. Aber das reicht natürlich nicht. Merke ich gerade schon, das ist ein bisschen wenig. Gebe jetzt hier nochmal so einen Pumpkopf hin. Zack. Mann, an was erinnert mich der Geruch? Es riecht so ein bisschen... Es riecht kräutrig. Könnte so ein bisschen an das Pixie Glow Mist mich erinnern vom Geruch her. Das ist ja auch so ein bisschen kräutrig. Riecht auf jeden Fall jetzt nicht eklig oder so. Also nicht eklig kräutrig und auch nicht super chemisch. Es ist ein angenehmer Geruch. Obwohl es so dünnflüssig ist, ist es nicht super leicht zu verteilen. Also ihr seht, ich muss hier schon so ein bisschen ziehen an der Haut, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt kein, sagen wir jetzt einfach mal glitschiger Primer, sondern man muss schon so ein bisschen den einarbeiten. Hat aber ein sehr tolles Hautgefühl. Also fühlt sich sehr, sehr angenehm auf der Haut an. Ich habe ja leider schon befürchtet, dass er mir fast gefallen wird. Ich glaube, dieser Primer, so ölig wie mein Gesicht jetzt aussieht, das sieht einfach nur hardcore fettig aus gerade, muss ich tatsächlich zugeben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann Foundation drüber aufgibt, werden wir ja gleich sehen, dass das danach so ein bisschen glowy noch durchscheint und dann sieht es bestimmt schön aus. Alleine würde ich den im Leben nicht tragen, das wäre mir viel, viel, viel zu speckig und fettig. Und ich glaube, der ist für ölige Haut auch so ein absoluter Albtraum. Also ich glaube, das wäre wirklich so totaler Albtraum einfach für ölige Haut. So speckig am Ende auszusehen.
Ich habe jetzt mal noch kurz 5 Minuten gewartet, um zu schauen, ob sich der Primer irgendwie nochmal auf der Haut verändert. Vielleicht so ein bisschen von diesem speckigen Finish verliert, aber es hat sich nichts verändert in der Zeit. Vielleicht müsste ich ihn jetzt noch länger einwirken lassen, aber ich denke mal ehrlich, da würde sich auch nichts mehr verändern. Nochmal kurz auf der Verpackung nachgeguckt. Hier sind verschiedene Öle enthalten, nämlich zum einen, wo war es jetzt? Tamanoöl, Jojobaöl und Mandelöl, was halt wahrscheinlich dieses Finish am Ende auch so ein bisschen ausmacht, ne? Pflegende Inhaltsstoffe sind auch enthalten und dann denke mal insofern, soll das quasi mit dieser Ölschicht ein bisschen eingeschlossen werden. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass meine Haut jetzt irgendwie total fettig sich anfühlt oder irgendwas. Also zumindest, klar, wenn ich mir jetzt ins Gesicht fassen würde, wahrscheinlich schon, obwohl es geht eigentlich. Aber allein das Hautgefühl an sich, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie, wenn ich mir nicht ins Gesicht fasse, es fühlt sich trotzdem irgendwie nicht schwer auf der Haut an. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal, wenn man sich eincremt und ich gebe ihr oft auch dann noch Öl mit in meine Cremes mit rein, dass es einfach so ein bisschen die Feuchtigkeit einschließt, hat man schon das Gefühl, dass man sehr, sehr viel auf dem Gesicht hat und das Gefühl habe ich jetzt hier nicht. An der Stelle übrigens auch nochmal die Empfehlung, schaut gerne, falls ihr Instagram habt, bei der lieben Jasmin vorbei. Da bin ich auf die Marke Laila B so ein bisschen aufmerksam geworden, weil sie das Öl und ich glaube auch das Face Mist auf ihrem Profil vorgestellt hat. Ihr Name ist High-End Make-Up Collector. Ich verlinke euch das nochmal unten in der Infobox. Sie macht richtig, richtig schöne Fotos, sieht einfach toll aus und sie schreibt auch immer ganz, ganz viel zu den Sachen. Also nicht einfach nur, hey, ihr habt ein Foto, viel Spaß, guten Tag, wie auch immer, sondern sie schreibt auch wirklich ganz, ganz viel Details zu den Sachen, die sie probiert hat und die sie längere Zeit schon in ihrer Sammlung hat. Und es macht immer unheimlich viel Spaß, einfach so ein bisschen Meinung dazu noch zu kriegen, ne? Dann kommen wir jetzt nächstes zum Thema Foundation und da habe ich zweimal dieselbe, nämlich die Revolution Pro Foundation Drops. Da habe ich einmal die Farbe F1 und einmal die Farbe F2, weil ich nicht so richtig wusste, welche passend ist und ich dachte mir, im Zweifel könnte ich dann vielleicht ein bisschen mischen, zumal es ja auch oft so ist, dass sich die Farbe im Laufe des Jahres ein bisschen verändert. Im Winter werden die meisten im Gesicht nochmal eine Nuance heller. Im Sommer, wenn man wieder mehr Sonne hat, dann wird man vielleicht eine Nuance dunkler und insofern ist das gar nicht mal verkehrt. Außerdem hat hier eine Foundation plus 18 Milliliter. Insofern habe ich jetzt quasi, wenn ich das zusammenrechne, eine volle Größe, könnte man so sehen. Und die Foundation habe ich auf Empfehlung gekauft. Nicht direkte Empfehlung an mich, aber in ihren Videos hat sie sehr, sehr, sehr gelobt. Bei der lieben Janine vom Kanal, bei Janine. Also schaut auf jeden Fall bei ihr auch vorbei. Sie hat sehr ähnliche Haut wie ich und bevorzugt ähnliche Finishes wie ich, also auch eher so glowy Finishes, matt, nicht so wirklich, Full Coverage Foundations auch nicht so wirklich, also eher dewy Finishes oder ich sag mal so ein bisschen hautähnliches Finish und eben nicht so stark deckend. Deswegen denke ich mal, wenn ihr die so gut gefallen, dann wird es mir auch gut gefallen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welche Farbe ich mal testen will. Ich mache mir am besten mal so 2 Tröpfchen hier einfach auf die Hand. Das ist jetzt hier der hellere Farbton, der F1. Der sieht wirklich sehr, sehr hell aus. Also der könnte mir auf jeden Fall ein bisschen zu hell sein. Ich vermute fast, sie hat nämlich, als wir uns dann darüber unterhalten haben, gesagt, dass mir F2 gut passen würde. Und ich vermute so fast, dass sie recht damit hat. Das ist hier F2. Ja, also ein ganz kleines bisschen zu dunkel sieht, glaube ich, F2 tatsächlich aus. Also wenn ich da wirklich die ein bisschen mische zusammen und mir so meinen eigenen Farbton kreiere. Ich denke, damit fahre ich ganz gut. Und zum Einarbeiten benutze ich einfach ein Schwämmchen. Das ist jetzt hier das Schwämmchen von Luvia Cosmetics. Ihr wisst, dass ich das sehr, sehr gerne habe. Und ich glaube, ich hätte sogar noch ein bisschen mehr nehmen können von F2 als von F1. Ja, das muss ich dann in Zukunft noch mal ein bisschen gucken, wie die Anteile ich denn da genau mischen muss, dass es für mich passend ist. Fakt ist auf jeden Fall, ich liege tatsächlich wirklich zwischen 2 Farben und F2 hat auf jeden Fall den richtigen Unterton. Der ist nämlich so ein bisschen rosaner, was mir ganz gut passt. Und die Farbe F1 bringt dann einfach so ein bisschen die nötige Helligkeit mit rein, die ich brauche. Also beide Farben in Kombination ganz gut und ganz ehrlich, für den Preis ist das auch völlig in Ordnung. Die hat nämlich letztens, als ich die bestellt habe, habe ich gesehen, dass es die auch bei Rossmann gibt. Da war sie auch gerade runtergesetzt. Auf, lasst mich lügen, ca. 6 Euro. Ich habe sie dann trotzdem bei Kosmetik Voll-S bestellt. Zum einen, weil ich da bereits ein Kundenkonto hatte. Ich mag das nicht so gerne, mich bei 82 Millionen Seiten anzumelden. Also wenn ich weiß, es gibt die da auf einer Seite, wo ich schon angemeldet bin. Und da hat sie, glaube ich, 6,38 gekostet. Also nicht wirklich deutlich mehr. Habe ich sie lieber da bestellt. Also vom ersten Eindruck her kann ich auf jeden Fall nichts Schlechtes sagen. Sie hat ein super, super schönes Finish. Wobei ich jetzt natürlich nicht sagen kann, ob das durch die Foundation selber kommt.
oder durch den Primer, den ich drunter habe, aber es sieht super, super schön aus. Es sieht einfach extrem dewy und glowy und gesund aus. Fast sogar ein bisschen zu viel noch, aber ich vermute, das kommt wirklich durch den Primer. Also den Primer werde ich wahrscheinlich für den Winter gut nehmen können, denn da, finde ich, hat man immer so trockene und fahle Haut und da ist dieser Glow besonders schön. Im Sommer, finde ich, hat das immer so ein bisschen was von Speckglanz oder als würde man gerade sonst wieder schwitzen. Deswegen ist im Sommer mir manchmal dieses Glowy Finish lieber, wenn es nicht ganz so stark ist, sondern ein ganz subtiler Glow ist oder wenn es vielleicht auch nur auf bestimmte Partien beschränkt wird. Also den Primer zum Beispiel würde ich dann im Sommer eher an den Wangenknochen benutzen, vielleicht so ein bisschen im Stirnbereich, aber nicht hier in der Mitte des Gesichts, wo man halt häufig auch ja ölig wird, dass es halt so aussieht, als würde man gerade irgendwie zu ölig sein. Ich werde sowieso gleich noch ein bisschen Puder benutzen, also von daher wird das Finish am Ende auch wieder ein bisschen verschwinden, aber so an sich, die Foundation hat sich sehr gut auftragen lassen, hat genau die Deckkraft, die ich mag, nämlich nicht zu maskenhaft und deckend, aber hat auch nicht zu wenig, dass man jetzt in 13 Schichten rübergehen müsste, also genau das, was ich mag und vor allem hat sie sich auch an keiner einzigen trockenen Stelle irgendwie festgesetzt, was ja auch manchmal das Problem ist, wenn man mit trockener Haut zu kämpfen hat, dass es einfach viele Foundations gibt, die das sehr betonen, die jetzt hier überhaupt nicht, also die werde ich auf jeden Fall auch nochmal testen mit einem normalen Primer drunter, also der nicht in irgendeiner Art und Weise so krass glowy ist, sodass ich dann auch mal sehe, wie das normale Finish von der Foundation ist. Aber Janine, ich würde sagen, der erste Eindruck ist richtig, richtig gut und auf jeden Fall jetzt schon bestanden. Und dann habe ich hier die beiden Concealer von Coasters, die ich mir geholt hatte. Das sind die hatten irgendeinen besonderen Namen, glaube ich. Revealer Concealer, genau. Und da wusste ich nicht so richtig, welche Farbe mir passt. Und bei Concealern ist das auch mal so ein bisschen schwierig, weil ich halt Angst habe, dass die dann zu ähnlich meiner Hautfarbe sind. Ich mag das meistens mehr, wenn es ein bisschen gehighlightet wird unter den Augen. Und deswegen hatte ich mir die Farbe 01 und auch 02 geholt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der Farbe 01. Die swatche ich mir erstmal auf der Hand, um zu gucken, wie die ausschaut. Werde dazu übrigens einen Pinsel nehmen, weil ich nicht vorhabe, beide Concealer zu behalten. Ich würde dann nur eine Farbe behalten und die andere, die mir nicht passend ist, abgeben. Und dann möchte ich natürlich jetzt ungern mit den Fingern da rein datschen. Ist ein bisschen hygienischer, wenn ich jetzt einen sauberen Pinsel für beides benutze und zumindest mal swatche auf der Hand. Allein vom Swatch her würde ich jetzt schon fast vermuten, dass der in meiner Sammlung bleiben wird, weil der gar nicht mal so hell ist, wie er in der Tube aussieht. Das verfälscht so ein bisschen das Ergebnis, finde ich. Und dadurch, dass er so ein bisschen gelblich auch ist, ich vermute fast, dass der dann bleiben wird und Nummer 2 dann wieder ausziehen. So, dann ist das hier Farbe Nummer 2. Okay, der ist noch gelb. Also allein vom Swatch her, der ist richtig, richtig gelb, beziehungsweise schon fast so ein bisschen oliv, würde ich sagen. Also dann würde ich mich auf jeden Fall für Nummer 1 entscheiden, dass Nummer 1 in meiner Sammlung bleibt und Nummer 2 ist hiermit offiziell raus. Da, wie gesagt, mir die Farbe einfach nicht, das ist mir viel zu gelb, das würde ich mir nicht ins Gesicht geben können. Und die Farbe, ihr seht schon, das ist so ein bisschen ähnlicher zu meinem Hautton. Ich hätte es mir ein bisschen heller noch gewünscht, gebe ich offen zu. Das wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn es ja noch heller gewesen wäre. Aber der ist definitiv ähnlicher und würde mir, glaube ich, besser passen als der Nummer 2. Ich nehme jetzt erstmal nur so ein bisschen und guck mal, wie der sich macht. Den empfehlen einige amerikanische und kanadische YouTuber, ja, denen ich sehr, sehr vertraue und die ich sehr gut finde. Also, wo ich auch genau weiß, dass sie ein ähnliches Hautbild bevorzugen wie ich. Zum Beispiel Julia Adams. Falls ihr sie nicht kennt, schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie macht so, so schöne Videos und so schöne Looks, die sie schminkt. Das sieht immer so einfach bei ihr vor allem auch aus. Und sie ist dazu auch noch mega sympathisch. Und der Concealer lässt sich schon mal sehr, sehr gut einarbeiten. Also ich habe jetzt hier nichts, wo ich meckern könnte. Klar, Concealer ist eh immer so eine Sache. Das ist etwas, was bei mir im Alltag wirklich durchhalten muss. Denn wenn ich das morgens zur Arbeit benutze, bin ich meistens wirklich 10 Stunden plus aus dem Haus. Und das wäre natürlich ärgerlich, wenn der irgendwie schon nach 2 Stunden total in die Fältchen kriecht oder weiß ich nicht, einfach zu stark austrocknet und die Fältchen betont oder sowas. Also da muss man wirklich gucken, dass man was findet, was A, bei mir auch ein bisschen abdeckt, weil ich einfach wirklich Probleme mit Augenschatten habe und das geht mit Concealer auch nie komplett weg. Also gerade wenn ich so nach unten gucke, ihr seht die trotzdem. Und aber wie gesagt auch trotzdem irgendwas, was zu meiner trockenen Haut passt. Also das ist so
ein bisschen schwierig bei mir. Aber der hat sich sehr gut einarbeiten lassen und ist von der Farbe her für mich eigentlich auch gut. Also, wie gesagt, ein Mini-Tickchen heller hätte es für meinen Geschmack noch sein können, aber das ist jetzt wirklich so nach der Nadel im Heuhaufen suchen quasi. Ich finde es trotzdem, so wie es jetzt aussieht, eigentlich ziemlich gut. Puder habe ich zwar auch ein neues, würde jetzt aber lieber mein Milk Makeup Puder benutzen, weil ich einfach weiß, dass es mit den Sachen sich vertragen wird, beziehungsweise weil ich weiß, dass es standardmäßig sich mit den Sachen verträgt. Übrigens, guck mal, wie weit ich da schon bin. Also, es ist nicht mehr viel drin. Für meine Verhältnisse ist es krass, wenn ich so großes Puder aufbrauche. Bronzer habe ich zwei neue, das wisst ihr aus dem Video, da hätte ich jetzt zur Auswahl den NARS Valerta oder den Kosas Bronzer und ich würde tatsächlich gerne lieber den Kosas Bronzer benutzen, weil mich einfach super doll interessiert, wie der ist, aber fürs heutige Video werde ich den von NARS benutzen, weil ich glaube, dass der besser passt. Wir werden am Ende nämlich auch noch ein paar Lidschatten benutzen und ich weiß nicht, ob der Kosas Bronzer dann am Ende dazu passen würde, weil der schon sehr, sehr warm ist, was ich ja vom Swatch gesehen habe. Der hat zwar auch ein ultraschönes Finish mit diesem leichten Glow, der da drin ist, mit diesen Schimmerpartikelchen, aber ich vermute fast, dass der NARS Valerta da so ein bisschen passender ist aufgrund seiner Farbe, einfach weil der so ein bisschen einfach nicht ganz so warmstichig ist. Deswegen werde ich den jetzt heute benutzen. Aber ich gebe euch natürlich dann auch gerne nochmal meine Meinung zu dem Kosas Bronzer. Den werde ich dann auch so mal testen. Und kann euch dann vielleicht auch ein bisschen genaueres Feedback dazu geben. Das ist ja hier heute sowieso bloß ein erster Eindruck. Und wie gesagt, ich vermute einfach heute, dass der von NARS besser passt. Ihr seht, es ist eine schöne Farbe, nicht ganz so warmstichig und spielt sich vielleicht auch nicht so doll dann in den Vordergrund nachher, wenn ich die Lidschatten benutze. Da habe ich nämlich auch eine coole Palette, die ich zeigen möchte und benutzen möchte. Und da sind eher so ein bisschen buntere Farben drin. Und ich vermute auch, da ist so ein bisschen so Richtung Lila auch so ein paar Farben drin. Und die würde ich gerne benutzen. Und ich mag das nicht ganz so doll, wenn das komplette Make-up so warm ist und dann aber auf den Augen lila. Das ist nicht so meins. Der Valerta lässt sich sehr, sehr schön auftragen. Also bin ich absolut nicht enttäuscht von und die Farbe gefällt mir auch besser als der langjährige Favorit Laguna Bronzer. Passt auf jeden Fall zu mir ein bisschen besser, deswegen ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, könnte ein neuer Favorit werden. Dann haben wir noch Blushes und das hat sich aus dem letzten Video total rauskristallisiert, dass ihr unbedingt wissen wollt, wie ich die Blushes von M Cosmetics finde. Deswegen werde ich die jetzt heute mal in einem Video benutzen. Das ist einmal die Farbe Rose Milk, die ich habe, und Pink Nectar. Pink Nectar wird mir jetzt ein bisschen zu stark sein für den Look, den ich möchte, beziehungsweise ich habe noch keine Ahnung, welche Farben ich nachher nehmen werde von der bunten Palette, aber ich möchte einfach, dass dann die Lidschatten nachher auch so ein bisschen noch im Vordergrund stehen. Deswegen möchte ich die anderen Farben so ein bisschen gedeckter haben. Und deswegen vermute ich mal, dass ich den Farbton Rose Milk nehmen möchte. Ihr seht, der ist ganz, ganz zart. Was ich nicht weiß... Oh, ich habe hier ein Pinselhaar. Ist, ob das überhaupt funktioniert, diese Blushes über einer gesetteten Base aufzutragen. Denn ich habe mein Gesicht ja jetzt schon abgepudert. Das wird sich jetzt gleich zeigen, würde ich sagen. Ich swatche euch die auch gerne mal beide auf meinem Handrücken, dass ihr mal den Unterschied seht zwischen Pink Nectar und Rose Milk. Und wir fangen natürlich mit Pink Nectar an. Das ist die Farbe Pink Nectar. Und dann kommt jetzt daneben noch Rose Milk. So. Kann man es ein bisschen besser sehen. Das ist, wie gesagt, hier Pink Nectar. Deutlich, deutlich pinkiger, knalliger. Und Rose Milk ist mehr so ein bisschen, ja, sanftere Farbe einfach. Ich werde die auch mal kurz mit dem Finger so ein bisschen ausblenden, dass man vielleicht die Farbe noch ein bisschen besser sehen kann. Oder auch sieht, wie die sich ausblenden lassen. Haben eine sehr interessante Textur. So sieht das so ein bisschen ausgeblendet aus und ihr könnt schon sehen, der Pink Nectar ist natürlich viel, viel knalliger als der Rose Milk und deswegen entscheide ich mich heute für den. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich die jetzt auftragen soll. Ich probiere jetzt einfach erstmal den Finger so ein bisschen zum Auftrag zu nehmen. Aber es ist so eine ganz rutschige Angelegenheit, finde ich. Deswegen nehme ich, glaube ich, doch lieber den.
Schwämmchen, das Schwämmchen. Ich glaube, das hat ein bisschen schöneren Auftrag am Ende. Schluckt aber auch viel Farbe. Aber ihr seht, es hat auch so einen leichten Glow-Effekt. Also diese Serum-Blushes sind auf jeden Fall nicht ganz matt. Ach komm, ich nehme jetzt hier auch das Schwämmchen. Und man kann natürlich die Intensität auch so ein bisschen selber bestimmen, indem man einfach mit mehreren Schichten drüber geht oder halt auch nicht. Also ich finde die eigentlich vom ersten Gefühl her sehr schön. Bloß Finger fand ich gerade so ein bisschen irritierend, weil es einfach super, super rutschig sich anfühlt und man das gar nicht richtig so schön einarbeiten kann. Also Finger fällt auf jeden Fall durch für den Auftrag. Wenn, dann lieber ein Schwämmchen. Und wem vielleicht dann der Glow zu viel ist, der müsste dann vielleicht einfach nochmal mit einem Puder drüber. Da kann man dann entweder ein ganz normales Puder nehmen oder wer es ganz, ganz doll mag und auf diesen richtigen Overblush-Look steht, der könnte auch nochmal mit einem Puder-Blush drüber, der vielleicht eine ähnliche Farbe hat. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kann man sicher auch gut solo tragen, ohne dass man jetzt irgendwie Foundation oder sonst was drunter trägt und hat dann halt auch diesen wunderschönen Glow-Effekt. Als nächstes würde ich gerne schnell noch Augenbrauen machen. Ist mir nämlich gerade eingefallen, bevor ich hier weitermache mit Highlighter und sonst was alles. Und da habe ich nämlich auch von M Cosmetics mir so einen so einen Augenbrauenstift mitbestellt in der Farbe Blond. Das ist so ein ganz normaler, kleiner Augenbrauenstift mit so einem Spoolie hinten dran, also ein Bürstchen und zum Rausdrehen hier vorne. Den würde ich jetzt einfach mal ganz schnell benutzen. Werde ich euch wahrscheinlich auch ein bisschen vorspulen, sonst sitzen wir noch in 3 Jahren hier. Oh, das fühlt sich ziemlich kratzig an, muss ich ehrlich sagen. Bestimmt auch so ein Stift, der super schnell abbricht, wenn man da irgendwie zu doll aufdrückt mit. Und der ist abgebrochen. Also der fühlt sich super, super hart und kratzig an. Finde ich sehr, sehr unangenehm. Hat auch keine wirklich dolle Farbabgabe. Also ich meine, es sieht sehr natürlich jetzt aus so. Und die Farbe passt auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ist halt irgendwie genau 1:1 die Farbe, die meine Augenbrauen auch haben. Uff, ja, aber angenehm ist was anderes. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich von M Cosmetics aber auch noch so ein, das heißt Micro Fluff Sculpting Brow Cream. Also letztendlich wie so eine Art gefärbtes Augenbrauengel. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Hoffnung, dass mir das gefällt. Ja, die Farbe ist die gleiche, also auch blond. Und insofern hoffe ich mal, dass die Farbe ähnlich gut ist wie bei dem Stift. Aber das ist jetzt hier bloß so ein gefärbtes Gel. Sieht man jetzt natürlich nicht mehr so doll. Nachdem ich schon den Stift benutzt habe, aber da der Stift ja sehr, sehr soft war und nicht so viel Farbe abgegeben hat, denke ich mal, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, das jetzt noch drüber zu benutzen. Also das gefällt mir jetzt schon deutlich besser. Die Farbe ist eigentlich genau die gleiche wie beim Stift. Und das wird immer so ein Alltagsheld von mir. Also die Dinger mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Da habe ich ja schon von Lime Crime Dust, dann habe ich von... Finde ich jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle nicht, aber habe ich von Milk Makeup, von Tarte. Also die gibt es von unterschiedlichen Marken und mag ich sehr, sehr gerne, weil ich das im Alltag halt wirklich oft benutze. So, Augenbrauen sitzen, dann können wir jetzt weitermachen mit dem Crash Cosmetics Highlighter in der Farbe Christine, den ich auf Empfehlung von Kati vom Kanal Contra Junkie gekauft habe, weil sie den sehr, sehr oft in ihren Videos gezeigt hat, erwähnt hat und den gut findet. Und er sah einfach so krass bei ihr aus, dass ich ihn unbedingt auch haben wollte. Habe ihn ja in meinem Haul auch schon geswatcht und war... hin und weg davon, also der Swatch war sowas von krass. Falls ihr zufällig den Haul nicht geguckt habt, dann shame on you, macht das bitte noch. Aber falls nicht, kann ich euch den gerne hier auch nochmal swatchen. Das ist einfach so ein bombastischer Highlighter, also der, weiß ich nicht, den wird man auch vom Mond aus sehen. Und ich hoffe, dass der auf meinem Gesicht auch so schön aussieht und deswegen wollte ich den gerne in dem Video jetzt hier testen. Und ich benutze von Anastasia Beverly Hills meinen A23 Pinsel und gehe hier einfach nur ganz vorsichtig rein. Der gibt nämlich, glaube ich, ziemlich gut Farbe ab. Ist ja auch so ein fancy Netz drin, also man kann da so ein bisschen mit dem Pinsel quasi raufdrücken. Aber da ist schon sehr, sehr viel Farbe oben, insofern nicht zu viel. Ja,
ein sehr, sehr schöner Effekt. Das ist, wenn man den jetzt wirklich nur ganz, ganz leicht aufträgt. Und wenn man jetzt mal volle Karotte reingeht, dann sieht er so aus. Damn, ist der krass einfach, ey. Heftig, heftig. So sieht er, wie gesagt, ein bisschen leichter aufgetragen aus. Und hier bin ich jetzt mal absichtlich doller reingegangen. Das ist so krass, ey. Das blendet einem, weiß ich nicht, das blendet noch den Nachbarn gegenüber, obwohl er die Jalousien runter hat. Muss ich natürlich hier noch ein bisschen ausblenden. Das ist selbst mir zu krass. Also, es sah jetzt einfach so ein bisschen balkenmäßig aus, weil ich es nicht gut genug ausgeblendet habe. Aber der Effekt ist auf jeden Fall geil. Da kann man nichts Böses drüber sagen oder nichts Schlechtes drüber sagen. Heftig, heftig, heftig. Also, wer es nicht so dezent mag und etwas doller mag und auffallen will mit seinem Highlighter, dann ist der Highlighter auf jeden Fall was für euch. Schaut euch mal den mega geilen Effekt an. Ich habe euch ja gezeigt, man kann den auch so ein bisschen sanfter auftragen, aber der hat einfach trotzdem Wumms. Selbst wenn man ihn sanft aufträgt, hat der trotzdem genug Power und ist einfach, ja, er ist einfach da. Dann kommen wir jetzt endlich zum Lidschattenteil und da habe ich diese tolle Palette, die habe ich von Cosmify zugeschickt bekommen. Das ist eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Bloggern aus der EU, deswegen auch eUnity. Finde ich mega, mega süß, den Gedanken dahinter, dass man einfach trotzdem auch eine Einheit bildet, obwohl man ja aus verschiedenen Ländern kommt. Deswegen habt ihr hier auch so ein paar, ich sag mal, berühmte Gebäude. Zum Beispiel habt ihr hier vorne den Eiffelturm aus Paris natürlich. Also, dass man halt wirklich noch so ein bisschen bildlich das alles darstellt, dass man eben eine Einheit bildet, auch unter Bloggern oder generell auch einfach eine Einheit bildet. Und da haben, wie gesagt, verschiedene Blogger dran gearbeitet und durften selber Lidschatten kreieren, die Marke Cosmify dann hergestellt hat. Also ich hätte jetzt sagen können, ich möchte einen pinken Lidschatten und dann wäre das halt mein einer von zwei gewesen. Ne? Und so wurde das eben mit jedem gemacht. Also es sind 8 Blogger, insgesamt sind es 16 Lidschatten. Und dazu gibt es dann halt diese Leerpalette noch, wo übrigens auch ein Spiegel drin ist. Und das sind hier 12 Lidschatten, mehr passen leider in diese Leerpalette nicht rein. Das hat man sich wohl aber auch absichtlich so ausgedacht, weil es ja oftmals so ist, wenn so eine Kooperation gelauncht wird, dass nicht jeder die Lidschatten alle gut findet. Und so kann man halt, da man sich die nämlich auch selber zusammenstellen kann, sagen kann, okay, die 12 sind jetzt meine Liebsten, die finde ich am schönsten, die anderen muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und falls ihr sie doch haben wollt, die meisten von euch haben bestimmt auch so eine kleine Leerpalette zu Hause. Das ist jetzt hier so eine Sie-Palette und da habe ich jetzt die anderen noch mit reingemacht, die ich jetzt nicht in dieser 12er-Palette quasi drin haben wollte. Und was halt auch so cool ist, ist, dass auch 3 deutsche Blogger teilgenommen haben oder 3 deutsche Blogger dabei sein konnten, nämlich die liebe Nadja. Ich verlinke euch ihren Account auf jeden Fall in der Infobox. Die war auch diejenige, die mich gefragt hat, ob ich die Kollektion testen möchte. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal an dich. Ansonsten war auch noch dabei die liebe Carifalia. Kennt ihr vielleicht unter dem Namen Krawallbambi auf Instagram, macht unfassbar schöne Looks, ist einfach so ein kreativer Mensch. Das ist krass, was sie einfach alles zaubern kann. Und auch noch die liebe Nadine, die heißt auf Instagram Lifts Beauty. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich verlinke euch alle 3 Accounts auf jeden Fall in der Infobox. Die anderen Blogger, die da mitgewirkt haben, kannte ich vorher noch nicht, sind aber auch richtig, richtig coole Accounts bei. Also könnt ihr sicherlich auch euch nochmal anschauen, wenn ihr auf der Seite von Cosmify mal vorbeischaut. Da sind alle verlinkt und da steht auch, wer welche Farben gemacht hat. Das sind jetzt die beiden Farben, die Nadja kreiert hat. Das ist einmal so ein wunderschöner Duochrome-lila-rötlicher Ton und einmal so ein schöner bronziger Ton. Ich würde fast sagen, so ein orangenes Gold. Dann haben wir daneben die Farben, die Krawallbambi gemacht hat, also Carifalia. Das ist einmal so ein schöner Mintton, der ist so ein bisschen Highlighter-mäßig auch. Und dann haben wir ein sehr, sehr schönes Lavendel-lila. Und hier hinten haben wir die Farben, die Lifts Beauty, also Nadine, kreiert hat. Das ist ein richtig, richtig schönes Blau, so ein richtig royales Blau einfach nur. Und dann halt noch so ein bisschen so ein, ja, bronziges, champagnerfarbenes Gold in die Richtung. Also unterscheidet sich geswatcht auf jeden Fall sehr von dem hier oben. Die sind sich nicht ähnlich und finde, haben auch beide ihre Daseinsberechtigung. Generell gibt es Farben, die sich in der Palette ähneln, aber keine gleichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch die beiden Gelbtöne nebeneinander halten, der eine ist halt deutlich knalliger, der andere ist so ein bisschen senfgelb. Insofern, ja, ihr könnt euch halt raussuchen, welche ihr gut findet, welche ihr haben wollt. Jetzt habe ich genug gebabbelt. Jetzt legen wir einfach los. Und ich möchte natürlich gerne alle 3 Farben oder
drei Farben von den deutschen Bloggern gerne benutzen. Das ist so mein Ziel. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich den hier in die Crease geben werde. Vielleicht so ein bisschen mit dem hier abdunkeln. Und der hier soll dann aufs ganze Lid kommen. Und von Nadine, der hier soll dann so ein bisschen in den inneren Augenwinkel reinkommen. Und ich hoffe, dass die gut pigmentiert sind. Ich hoffe, dass die gut für mich funktionieren. Denn getestet habe ich von der Marke tatsächlich noch gar nichts. Bin sehr gespannt. Die Lidschatten kommen auch aus Italien. Und Italien ist ja immer so ein bisschen, zumindest das, was ich da für ein Vorstellungsvermögen habe, ist, dass Italien so ein bisschen hochwertigere Qualität liefert. Natasha Denona lässt ja zum Beispiel auch in Italien produzieren und auch Nabla. Und mit den Lidschatten war ich bisher immer sehr zufrieden. Deswegen, ja, hoffen wir mal, dass es hier so bleibt. Ich stelle immer wieder an geeigneter Stelle fest, dass ich meine ganzen guten Pinsel, die ich jetzt gerne gehabt hätte, nicht gewaschen habe. Shame on me. Aber wir fangen jetzt als erstes an mit dem lila Ton von der lieben Krawallbambi. Das ist die Farbe Molly. Und den gebe ich mir jetzt als erstes in die Crease. Und benutze dafür von Ebelin einfach nur einen Blendepinsel. Ich habe die Farben übrigens auch schon geswatcht. Und ja, gerade die metallischen Farben waren auf jeden Fall extremst gut pigmentiert und haben sich sehr, sehr schön swatchen lassen. Also die sind einfach wirklich bombastische Qualität. Wenn die so auf dem Auge sind wie auf dem Swatch, dann werde ich da gar keine Probleme mit haben. Das ist ein lavendellila Pastellton. Und der kommt einfach in der ersten Schicht schon so krass aufs Auge. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ich hätte, klar, das ist jetzt noch nicht das Maximum. Ich muss den ein bisschen schichten, aber bin ich nicht gewohnt. Also von anderen Marken, wenn die so richtig helle, pastellige Töne haben, da muss man teilweise wirklich oft reingehen. Das sind sehr, sehr schwierige Farben so zu machen, weil einfach dieser Weißanteil in den Farben so hoch ist. Ja, dass man einfach öfter auch in die Pfännchen rein muss. Aber dafür, dass das wie gesagt so ein Lavendellila ist, finde ich das richtig gut, dass die schon bei der ersten Schicht so pigmentiert sind. Heftig. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr tolle Qualität, die diese Marke hat. Und dass ich sie vorher noch nicht kannte, ist eigentlich eine Schande. Ich habe die Marke auch immer wieder mal auf Instagram gesehen, also zum Beispiel bei Nadine und Carifalia, aber irgendwie hat es mich vorher nicht so wirklich mitgerissen. Also ich bin nie so weit gegangen, dass ich wirklich mal auf der Website geguckt habe, ob ich mir was bestellen will oder sowas. Und bin jetzt halt erst das erste Mal drauf gekommen, wo mich Nadja jetzt gefragt hat, ob ich die testen möchte und mir das so kurz erklärt hat, dass sie halt ihre eigenen Lidschatten da gemacht hat. Und das fand ich so cool, die ganze Idee dahinter einfach, dass ich jetzt sehr froh bin, dass ich die Möglichkeit habe und mich hoffentlich begeistern lassen kann davon. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Mist gebaut. Ich bin hier ein bisschen zu sehr an die Nase reingegangen, aber egal. Ja, und da der lila Ton jetzt nicht sonderlich warm ist, sondern eher so ein bisschen kühler, wollte ich halt auch nicht diesen warmen Bronzer benutzen. Das war jetzt so ein bisschen der Grund, weil ich ja schon wusste, dass ich auf jeden Fall diesen Fliederlila Ton nehmen möchte. Ich gucke kurz nach einem Pinsel, mit dem ich weitermachen kann. Und möchte dann auf jeden Fall diesen lila Ton hier nehmen, um es so ein bisschen zu intensivieren. Leider steht hinten auf den Lidschatten nicht mehr drauf, wer der Blogger ist, der die gemacht hat. Insofern, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die von unseren deutschen Bloggern wären, bei den anderen weiß ich es leider nicht. Hier steht bloß die Farbe noch mit drauf und das ist die Farbe 02 Nene. Weiß nicht, wie man das betont. Aber den würde ich jetzt als nächstes nehmen. Also das wäre noch cooler gewesen, wenn hinten drauf auch noch die Namen gestanden hätten. Wenn ihr euch diese einzelnen Single-Lidschatten kauft, da steht auf jeden Fall der Instagram-Name von den Bloggern auch mit drauf. Also von jedem Einzelnen, der den Lidschatten quasi gemacht hat. Da steht es mit drauf, aber die hebt man ja nicht auf. Also wenn die in der Leerpalette drin sind, dann schmeiße ich die halt weg. Deswegen müsste ich jetzt jedes Mal quasi nachgucken, wenn es mich interessiert. Aber nur, dass ihr das wisst, dass es leider nicht mit drauf steht. Und jetzt brauche ich endlich mal einen Pinsel. Ich nehme jetzt von Morphe den M456, auch wenn der ein bisschen kratzig gerade war. Ich habe den mal kurz am Auge getestet. Kratzige Angelegenheit, aber na gut. Und den gebe ich mir jetzt hier so ein bisschen an den äußeren Augenwinkel, um es halt so ein bisschen zu intensivieren. Also die Aktion finde ich, wie gesagt, ziemlich, ziemlich cool und finde es auch toll, dass da auch deutsche Blogger mit dabei sind. Von mir aus könnten sie das definitiv nochmal machen. Also es gibt ja noch genügend Blogger, die quasi, also denen ich das absolut gönnen würde, wenn die so eine eigene Palette kreieren dürften.
Insofern, ja, finde ich eine sehr, sehr coole Idee und können Sie ruhig so beibehalten. Falls das jemals wiederholt werden wird, fände ich natürlich auch cool, wenn man so ein bisschen da mitbestimmen könnte. Also wenn zum Beispiel die Marke sagt, okay, passt auf, die Kooperation kam gut an. Wir merken, die Rückmeldungen sind total positiv. Wir würden da vielleicht gerne eine zweite Runde machen. Habt ihr denn Vorschläge? Also werden dann natürlich auch nochmal so ein bisschen die Zuschauerwünsche berücksichtigt. Andererseits auch wieder blöd, weil dann kommt es wieder wahrscheinlich so ein bisschen auf Zahlen drauf an. Also wer dann vielleicht viele Follower hat, der wird dann eher genannt werden als jetzt jemand, der es genauso verdient hätte, aber der vielleicht einfach nicht so ein Glück hat mit Zahlen bei Instagram oder warum auch immer, dann vielleicht weniger Follower hat. Schwierig, aber ich würde mich auf jeden Fall über eine zweite Runde freuen. Lila ist übrigens eine Farbe, die ich an mir eigentlich gar nicht so gerne sehe, aber zu der ich in letzter Zeit voll oft greife. Ich weiß auch nicht warum. Muss aber auch gerade feststellen, dass der sich sehr, sehr gut verblenden lässt. Also beide Lila-Töne haben sich sehr, sehr gut auftragen und verblenden lassen. Ich habe jetzt hier keine Flecken oder Probleme. Ich sehe bloß gerade, dass ich hier meine Augenbrauen nicht ordentlich gezupft habe. Und hier unten ein Haar wächst einfach mal. Wieso? Das muss weg. Das muss weg. Das kann nicht da bleiben. Und dann nehme ich jetzt, wie gesagt, den lila Duochrome-Ton von Nadja. Der heißt Until Next Time und benutze von Zoeva den 234 und werde mir den damit erstmal aufs Lid geben. Allerdings ist es bei Duochrome-Tönen oft so, dass die ein bisschen besser auf dem Auge rauskommen, finde ich, wenn man den Finger benutzt. Hier auf dem Pinsel sieht der jetzt übrigens ziemlich rötlich aus und das ist der halt auch. Also je nachdem, wie der Lichteinfall ist, ist der entweder so ein bisschen rötlich oder lilana. Und ich, nö, eigentlich geht's, finde ich gerade. Ich wollte gerade sagen, die kommen immer besser raus, wenn man Finger benutzt, aber das ist gelogen. Also der landet auch so gut auf dem Auge. Ich werde trotzdem gleich nochmal vielleicht ein bisschen mit dem Finger drauf datschen. Und als krönender Abschluss kommt jetzt, wie gesagt, noch die Farbe Immortal von der lieben Nadine in den inneren Augenwinkel. Und die ziehe ich mir meistens so ein bisschen hier rein, weil ich das immer ein bisschen schöner finde. Aber es ist eine schöne Farbe dafür. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Look. Und jetzt kommt noch ein Eyeliner. Eyeliner habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr getestet. Der kommt hier auch gar nicht raus, ey. Was ist los? Das ist nämlich auch von M Cosmetics der Highlighter. Der Highlighter, sage ich schon. Habe ich die ganze Zeit Highlighter gesagt? Dann testen wir jetzt noch von M Cosmetics den Eyeliner, den ich mir auch vor einer ganzen Weile schon bestellt habe, der ähnlich sein soll von der Spitze her wie der Tattoo-Liner von KVD Vegan Beauty. Mittlerweile könnte man KVD Vegan Beauty ja jetzt wieder benutzen. Ich habe lange, lange nach einer Alternative gesucht, weil ich einfach das nicht mehr benutzen wollte, weil Kat Von D da über ihre Finger drin hatte. Jetzt mittlerweile ist das ja so ein bisschen getrennt voneinander, aber trotzdem habe ich den ja jetzt nun schon zu Hause und möchte ihn gerne testen. Und hoffe, dass der, dass ich mit dem genauso gut klarkomme wie mit dem anderen. Und auf jeden Fall die gleiche Spitze, das stimmt schon mal. Lässt sich sehr leicht auftragen dadurch. Weil ich es halt schon gewohnt bin, mit sowas zu arbeiten. Was ich halt gar nicht leiden kann, sind diese harten, starren Filzspitzen. Das mag ich halt einfach überhaupt nicht. Und besser mit diesen Pinselhaarspitzen zurecht. Ja, funktioniert gut. Ich mache jetzt schnell noch die andere Seite. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch schnell ein paar dezentere Lashes aufgeklebt. Und dann kommt jetzt noch zum krönenden Abschluss Lippenstift. Da habe ich ja auch zwei neue von Kosas. Und ich denke mal, der Vegas, dieser Braunton, wird jetzt nicht so gut dazu passen. Und hoffe jetzt einfach mal, dass der Rosewater ein bisschen besser dazu passt. Wenn ich den dann hier rauskriege, die sind hier so fest drin. Naja. Und dann haben wir noch zum krönenden Abschluss das Face Glow Mist von Lila B. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ob das vor allem so einen speckigen Glanz hinterlässt oder nicht. Aber erstmal kommt der Lippenstift. Ich finde, der passt auf jeden Fall zum Gesamtlook und lässt sich sehr, sehr angenehm auftragen. Also er zieht nicht zu doll an den Lippen, ist nicht zu trocken, hat eine ganz gute Farbabgabe. Ein bisschen, zwei, dreimal muss man rübergehen. Ist jetzt nicht so, dass er komplett in einem
einem Swipe komplett deckend ist, aber so das Verhältnis aus Deckkraft und ja, Komfort finde ich eigentlich ziemlich passend bei dem. Und die Farbe, wie gesagt, passt eigentlich auch ganz gut zum Look durch diesen Duochrome Lidschatten, der halt so ein bisschen auch ins Rötliche geht. Dadurch, finde ich, passt das ganz gut mit dem Lippenstift. Und wie gesagt, am Ende kommt jetzt noch so ein bisschen dieses Lila B Spray. Da bin ich sehr gespannt, vor allem, was das für einen Sprühkopf hat. Es hat auf jeden Fall den gleichen Geruch wie der Primer, also ein bisschen milder würde ich noch sagen riecht das, aber es hat den ähnlichen Grundgeruch wie der Primer. Und den Sprühkopf finde ich okay. Er könnte besser sein. Ich habe jetzt so ein paar dicke Tropfen abgekriegt hier unten. Das finde ich ist immer was, was sehr, sehr stört, vor allem wenn man das ja als letzten Schritt des Make-ups benutzt und dann natürlich nicht möchte, dass die komplette Base dadurch kaputt geht. Das ist was, was eigentlich nicht sein darf. Hier ist auch so ein dicker Tropfen gelandet. Es waren wenige, es war am Anfang, vielleicht habe ich nicht doll genug den Sprühkopf gedrückt, aber das ist immer etwas, was mich sehr, sehr ärgert. Ansonsten finde ich das Finish sehr, sehr schön. Es hat so einen leichten Glow-Effekt hinterlassen. Ich hatte ein bisschen Angst bei dem Primer vor allem, dass der jetzt zu doll oder dass das Finish jetzt zu doll sein wird, aber es geht. Also es ist auf jeden Fall nicht so speckig wie der Primer, insofern ist es für mich doch in Ordnung. So viel dann auf jeden Fall heute zu dem ersten Eindruck mit den Sachen. Ich bin eigentlich mit dem Gesamtergebnis ziemlich zufrieden. Es gab jetzt nichts, wo ich völlig enttäuscht war. Das Einzige, was ich wirklich nicht gut fand, ist dieser Augenbrauenstift von M Cosmetics. Aber alles andere hat in meinen Augen einen sehr, sehr guten ersten Eindruck hinterlassen. Ich bin sehr gespannt, wie sich auf Dauer die Sachen verhalten. Vor allem auf die Foundation Drops freue ich mich ziemlich, ziemlich doll, die auch mal solo zu testen, ohne diesen wirklich sehr, sehr speckigen, glowigen Primer, um zu gucken, ob die auch ein schönes Finish von alleine haben. Aber so das Finish hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Lidschattenpalette, also die Idee dahinter sowieso. Und die 3, 4 Töne, die ich benutzt habe, war ich eigentlich auch sehr zufrieden mit. Gut fand ich auch den NARS Bronzer, also der hat, ich sag mal, gewohnte Qualität. Den Laguna Bronzer damals fand ich ja auch gut, der war halt bloß von der Farbe nicht so ganz passend für mich. Insofern, ja, freue ich mich, dass es jetzt eine Farbe gibt, die ein bisschen besser für mich passend ist. Alles in allem, die Sachen muss ich natürlich noch besser testen. Das ist jetzt bloß einfach ein erster Eindruck für euch gewesen und ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen ein paar Informationen auch kriegen konntet oder vielleicht auch der erste Eindruck schon euch ein bisschen geholfen hat in irgendeiner Art und Weise oder wenn es auch einfach nur ist, um euch ein Video zu liefern, was euch Freude macht zu gucken. Ich mag solche First Impressions gelegentlich auch sehr, sehr gerne. Ihr wisst, dass ich trotzdem meistens noch richtige Reviews zu einzelnen Produkten mache oder wie gesagt zu Coasters könnte ich dann nochmal so einen Markenüberblick geben, wenn ich da die Sachen insbesondere getestet habe. Also das ist in keinster Weise hier eine Review, sondern einfach wirklich bloß ein etwas detaillierterer erster Einblick. Ja, und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen und mich freut natürlich auch jeder Kommentar, der unter dem Video landet, egal zu welchem Thema, ob es irgendwelche Fragen zu den Produkten sind oder ob ihr irgendwie eure Meinung da lasst. Freut mich immer sehr, sehr doll. Insofern gerne eure Gedanken in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut! Ich weiß, wer bald mal wieder Pinsel waschen muss. Was sind das für Geräusche?